Herr Vorsitzender! Ich werde versuchen, im Gegensatz zu Kollegen, die ihre Zeit überzogen haben, ähnlich wie auch das Budget, mich kurz zu fassen. Bei den vielen zahlreichen und klugen Analysen und Antworten vermisse ich einen Ansatz, nämlich den Ansatz, was werden die Bürger der betroffenen Nettozahlerländer wohl sagen? 50% Steuersätze bei hohem Lebensstandard, hohen Sozialleistungen sind ja kein Zufall. Das heißt, die Bürger leisten sehr viel und bringen auch sehr viel ein. Und Solidarität, die wir heute sehr oft angesprochen haben, heißt aber auch Solidarität bitte für uns mit den eigenen Bürgern unserer Heimatländer. Und wenn heute Schweden angeschnitten worden ist, ja, da war nicht die EU, die hier zahlreich eingegriffen hat mit Finanzhilfen. Strukturbereinigungen erfolgten, soziale Schnitte wurden vorgenommen, Reduktion der öffentlichen Leistungen, also eine strenge Fiskalpolitik. Und auch das müssen wir den Ländern, die heute offensichtlich das Thema sind, auch mitgeben. Ohne strenge Fiskalpolitik und strenge Eigenleistungen wird es wohl nicht gehen. Besten Dank.